Ich bin der Meister der Sportler. Ja,
Pokalsieger 1990 habe ich in der Statistik gefunden. War selbst nicht der Mann. 2006, 2007 in allen Westfalen vor über 11.000 Zuschauern. Volleyball des Jahres in Deutschland 1996 und 1997. Immer in der Fans gewesen. Und jetzt sind wir ja stetig im Lachen zur Verfügung. Hat hier die kleinen Sportlerinnen entwickelt sie. Und dann hoffen wir, dass wir im Jahr dann auch hier Spielerinnen haben, die von Sylvia auch etwas gelernt haben. Und da können Sie viel lernen. Sylvia, recht herzlichen Dank. Nach dieser bewegenden Verabschiedung von Sylvia Roll begrüße ich Sie hier vom Kommandant Tauernplatz aus der Arena Schwerin, wo heute der Schweriner Sportclub auf die Roten Raben Wilspieburg trifft. In den Playoffs, das erste Halbfinale. Schwerin bisher in der Saison zweimal gegen die Roten Raben erfolgreich gewesen. Warten wir ab, was uns heute hier erwartet. Eröffnen wird das Spiel die Roten Raben Wilspieburg. Aber der erste Punkt geht an Schwerin. Damit steht es 1:0 im ersten Satz. Mira Topic. Auch der zweite Punkt wieder an Schwerin. Der Ball war zu weit. 2:0. Ball ins Netz, 3:0 im ersten Satz. Ja.
erster Punkt für Wilsbiburg. 3:1. Daniela Lanner-Mapelli mit der Angabe für Wilsbiburg. Erneuter Punktgewinn für Schwerin. 4:1. Julia Retzlaff mit dem 5:1 für Schwerin. Missverständnis. Der Punkt geht an Wilsbiburg. Damit 4:2. Tatjana Zautis. Mit dem Ball ins Netz. 5:2. Eine Angabe jetzt für den Schwerinner Sportclub, Patricia Thormann. Da steht der Block von Wilsbiburg. 5:3. Johanna Bark. Und erneute Angabe ins Netz. Damit steht es 6:3. Eine Angabe für Schwerin jetzt. Julia Retzler. Direkt verwandelt zum 7:3. Für die Raben 7:4. Magda Kralikova. Ball für Patricia Thormann nicht mehr zu halten. Anschlusstreffer 7:6.
Mira Topic mit dem 8. Punkt. Damit geht es in die erste technische Auszeit beim Stand von 8:6 im ersten Satz. Kaufeld. Und der Punkt für die roten Raben. 8:7. Lena Mölles, eine Angabe für Wilsbiburg. Gleichen aus 8:8. Und der Ball von Julia Retzlaff geht über die Linie. Damit Wilsbiburg in Führung 8:9. Und Lena Mellers mit dem Ass 8:10. Und Auszeit genommen durch den Schweriner Sportclub beim Stand von 8:11 im ersten Satz. Und da steht Nadja Scholz goldrichtig 9:11. Ja.
für den Schweriner Sportclub mit der Angabe jetzt Dennis Hanke. Sarah Petrausch mit der Angabe für Wilsbiburg. Und auch erneut der Punkt für die Roten Raben. Damit 9 zu 13. Mira Topic mit dem Punktgewinn für Schwerin. Damit steht es jetzt im ersten Satz 10 zu 14. Neunter Punkt gewonnen für Schwerin, 11 zu 14. Und Patricia Thormann zum 12 zu 14. Auszeit jetzt genommen durch die Roten Raben, Wilsbiburg. Beim Stand von 12 zu 14 im ersten Satz. Der Ball zu weit, 13-14, der Anschlusstreffer. Nadja Schaus nutzt die Probleme bei der Annahme und macht damit den Ausgleichstreffer, 14 beide. Alessandra Jovihäuser mit der Angabe für die Raben. Julia Retzlaff mit dem Ausgleich
15:15. Eine Angabe jetzt. Nadja Schaus für den Schweriner Sportclub. Und Patricia Thormann mit dem Führungstreffer zum 16:15. Und damit geht es im ersten Satz in die zweite technische Auszeit. Das Ass für Nadja Schaus zum 17:15 für den Schweriner Sportclub. Retzlaff mit dem Block erfolgreich 18:15. Und Auszeit genommen von den roten Rahmen Wilsbiburg. Erneut der Punktgewinn für den SSC. Damit steht es jetzt im ersten Satz 19:15. Berit Kaufeld mit dem Block 21:15
für den SSC. Mit viel Einsatz, aber ohne Erfolg. 21 zu 16. Und der Ball von Natalia Korobkova zu weit. 22 zu 16 im ersten Satz. Eine Angabe für den Schwingender Sportclub jetzt, Patricia Thormann. Punkt für die Roten Raben, 22 zu 17. Und für Patricia Thormann kommt jetzt Lisa Thomsen. Eine Angabe für Wilsbiburg, jetzt Johanna Bark. Direkt verwandelt, 22 zu 18. Und Auszeit durch den Schweriner Sportclub beim Stand von 22 zu 19 im ersten Satz. Johanna Bark mit dem Ball ins Netz. 23 zu 19. Und Julia Retzlaff war sich da etwas unsicher, ob sie wirklich mit der Angabe dran ist. Aber das Schiedsgericht bestätigt dies. Und damit Julia Retzlaff mit der Angabe jetzt. Und Dennis Hanke drückt den Ball rüber zum 24 zu 19. Das heißt, der erste Satzball in diesem Spiel. Gibt es wohl noch einige Unstimmigkeiten. Aber diese scheinen geklärt zu sein. Ja.
weiterhin Julia Retzlaff an der Angabe. Punkt für Würzburg. 24 zu 20. An der Angabe Magda Kalikova. Mira Topic mit dem Block zum 25-20 Satzgewinn. Damit steht es in den Sätzen zwischen dem Schweriner Sportclub und den Roten Raben Wilsbiburg 1-0. Und damit begrüße ich Sie zum zweiten Satz aus der Arena Schwerin zwischen dem Schweriner Sportclub und den Roten Raben Wilsbiburg. Schwerin führt 1-0 in den Sätzen, gewann den ersten Satz mit 25-20. Wir werden sehen, was uns der zweite Satz hier in der Arena bringt. Eröffnen wird diesen Satz Dennis Hanke für den Schweriner Sportclub. Diese Angabe war zu weit und damit gehen die Roten Raben mit 0-1 in Führung. Daniela Lana Mapeli mit der Angabe für Wilsbiburg. Und wenn ich das richtig gesehen habe, Nadja Schaus mit dem Punktgewinn für Schwerin, damit 1-1. Für Schwerin jetzt Mira Topic. Und der Ball von Johanna Bark nicht zu halten für die Schweriner. 1-2. Natalia Korotkova. Und erneut der Punktgewinn für die Raben 1-3.
erneut der Punkt 1-4 im zweiten Satz. Der Punkt nach einem tollen Ballwechsel geht an den Schweriner Sportclub. Damit steht es jetzt 2-4 im zweiten Satz. Für Schwerin jetzt Nadja Schaus. Wilsbiburg 2-5. Johanna Bark. Weiterer Punkt für die roten Rahmen 2-6. Wurde die Antenne berührt. 2-7. Wir sehen hier in diesem Spiel wunderschöne Ballwechsel. Mit dem glücklicheren Ausgang für den Sportclub. 3-7. Und Berit Kaufeld mit dem erneuten Punktgewinn. 4-7. Patricia Traumann. Der Punktgewinn für den SSC 5-7. Wilsbiburg. Damit steht es 5-8 und es geht in die erste technische Auszeit in diesem zweiten Satz.
Rückspiel. Der Spielsport bei Rot in Armen, es ist ja schon ein Quartal und das Nachwürfeln jetzt angemeldet. Am Samstag, den 14. Mai, 20 Uhr, zweite Welt. Rückspiel, das erste Rückspiel war hier im ersten. Thema für die Finale, 20 Uhr, und wer natürlich mitreisen will, ist dort hergesehen. So, jetzt war das Nummer 4 und auf jetzt geht's hier für den Spieler sind alle Spiel. Weiter geht's im zweiten Satz mit Magda Kralikova für Vilsbiburg. Und dieser Granate von Julia Retzlaff zum 6-8. Der Ball geht ins Aus. 7-8 für den Schweriner Sportclub. Angabe ins Netz. 7-9. Für Vilsbiburg Lena Möllers. Der Punkt geht an Schwerin. Da war noch eine Spielerin von den Roten Raben dran. Damit steht es jetzt 8-9. An Angabe für Schwerin jetzt Berit Kaufeld. Und sie verwandelt direkt. Damit holt sie den Ausgleichstreffer. 9-9. Der Schaus mit dem 10-9. Der Punkt geht an die Raben. 10-10. Für Vilsbiburg jetzt Sarah Petrausch.
weiterer Punkt für Wilsbiburg. 10 zu 12. Auszeit durch den Schweriner Sportclub beim Stand von 10 zu 13. Denis Hanke mit Treffer Nummer 11 zum 11 zu 13. Punktgewinn für Wilsbiburg. 14. Eine Angabe jetzt Alessandra Juwihäuser. Mira Topic mit dem Punkt für den Schweriner Sportclub zum 12 zu 14. Und da steht der Block von Nadja Schaus und Patricia Thormann zum 13 zu 14. Auszeit genommen durch die roten Rahmen Wilsbiburg. Beim Stand von 13 zu 14 im zweiten Satz. Weiter geht's im zweiten Satz zwischen dem Schweriner Sportclub und den roten Rahmen Wilsbiburg mit Mira Topic. Und die Angabe ist soweit 13 zu 15. Natalia Korotkova. Geht es in die zweite technische Auszeit beim Stand von 13 zu 16 im zweiten Satz. So,
Genommen durch den Schweriner Sportclub. Beim Schweriner Sportclub für Denise Hanke kommt Marie Frick. Bauen ihr Vorsprung weiter aus. 13 zu 19. Mit der Angabe ins Netz 14 zu 20. Eine Angabe jetzt für den Schweriner Sportclub Nadja Schaus. Erneut der Wechsel beim Schweriner Sportclub für Julia Retzlaff kommt Wendula Adlerova. Ball geht ins Aus. 15 zu 20.
der Ball von Natalia Gorobkova geht über die Linie. 16-20 und Auszeit für Vilsbiburg. Eine Angabe Johanna Bahr. Und erneut der Ball von Natalia Gorobkova ins Seitenaus zum 17-21 aus Sicht des Schweriner Sportclubs. Berit Kaufeld mit dem 18-21. An Angabe Patricia Thormann. Der Linienrichter sagt, dieser Ball ist drin. Damit steht es 19-21. Mittlerweile hat sich hier die Arena erhoben. Und für die Raben. Und Wechsel beim Schweriner Sportclub. Für Patricia Thormann kommt Lisa Thomsen. Und an der Angabe Magda Kralikova für die Roten Raben Wilsbiburg. Berit Kaufeld zum 20-22. Für den SSC jetzt Wendula Adlerova. Der Punkt durch Mira Topic. Dem Anschlusstreffer zum 21-22. Punkt
für Wilsbiburg 21-23. Und erneut Punktgewinn für den Schwediner Sportclub. Eine Angabe jetzt, Bernd Kaufeld. Punktgewinn für Wilsbiburg zum 22-24. Das heißt, Sarah Petrausch tritt für den ersten Satzball für Wilsbiburg an. Mira Topic vereitelt diesen ersten Satzball. Damit Anschlusstreffer 23-24. Und der Wechsel auf Schweriner Seite für Lisa Thomsen kommt Patricia Thormann. Eine Angabe jetzt Dennis Hanke. Der Ball ist aus. Damit kann Schwerin zum 24-24 ausgleichen. Und erneut Dennis Hanke. Schöner Ballwechsel mit dem besseren Ende für die Raben aus Wilsbiburg. 24-25. Satzball. Alessandra Jovi Häuser. Und Punktgewinn für Wilsbiburg. Damit geht der zweite Satz an die roten Raben aus Wilsbiburg. Und die Raben können damit in den Sätzen ausgleichen. Es steht jetzt 1-1. Und pünktlich zum dritten Satz melden wir uns hier aus der Arena Schwerin zurück, wo es zwischen dem Schweriner Sportclub und dem Roten Raben Wilsbiburg in den Sätzen 1-1 steht. Eröffnen wird den dritten Satz Sarah Petrausch von den Raben.
Punkt für Vilsbiburg. Damit beginnt der erste Satz, der dritte Satz für die Raben mit 0-1. Übers Netz gegriffen. Punktgewinn für den SSC. 1-1. So, es geht 1-1. Das jetzt mit 1-1 gewinnen dürfen. Also wir nichts passieren zwischen Spielen und dem Und ich hoffe, wir haben auch eine Unterstützung. Bis jetzt hat es etwas gut gemacht. Ballwechsel geht zugunsten des Schweriner Sportclubs mit dem Punktgewinn aus 2-1. Miratopic. Miratopic mit dem Ball ins Aus. 2-2. Alessandra Jubihäuser mit der Angabe für die Raben. Durch Sarah Petrausch geht zwar ins Aus, aber da war noch eine Schweriner Spielerin dran. Dementsprechend Punktgewinn für Vilsbiburg. Und es steht im dritten Satz 2-3. Nadja Schaus mit dem Ausgleichstreffer 3-3. Gewinn für Vilsbiburg 3-4. Natalia Korobkova. Gewinnen durch Vilsbiburg, durch Johanna Barth.
und Berit Kaufeld zum 4:5. Für den Schweriner Sportclub Patricia Traumann. Und der Block von Berit Kaufeld und Julia Retzlaff zum Ausgleichstreffer 5:5. Punkt für Schwerin. Der Sportclub kann damit in Führung gehen. 6:5. Und erneut der Block durch Berit Kaufeld zum 7:5. Und damit, mit diesem Punkt, geht es beim Stand von 8:5 in die erste technische Auszeit im dritten Satz. Weiter geht's mit Patricia Thormann für den Schweriner Sportclub. Punkt für die Raben aus Wilsbiburg. 8:6. Mit der Angabe für Wilsbiburg. Johanna Bach. Der Ball von Johanna Bach. Zu weit. Da muss ich mich einmal korrigieren. War doch im Feld. 8:7. Ausgleichstreffer 8:8. Und Julia Retzlaff mit dem 9:8.
Vera Topic. 10 zu 8. Mira Topic mit dem 11 zu 8. Auszeit genommen durch die Roten Raben beim Stand von 11 zu 8 im dritten Satz. Für den Sportclub 12 zu 8. Und Wechsel bei Wilsbiburg für Johanna Bark kommt Tatjana Zautis. Eine Angabe jetzt. Julia Retzlaff. Mira Topic mit dem 13 zu 8. Durch den Schweriner Sportclub 14 zu 8. Mit dem Ball ins Aus, 15 zu 8. Punkt. Für die Roten Raben Wilsbiburg, 15 zu 9. Wechsel bei Wilsbiburg, die Nummer 16, Alessandra Jogi-Holzer, kommt die Nummer 4, Daniela Lana-Mapelli. Kommt durch den Schweriner Sportclub, durch Mira Topic zum 16 zu 9 und damit geht es in die zweite technische Auszeit im dritten Satz.
Weiter geht's im dritten Satz beim Stand von 16:9 zwischen dem Schweriner Sportclub und den Roten Raben Vilsbiburg mit Berit Kaufeld. Da waren sie sich uneinig. 17:9. Verkürzt auf 17:10. Eine Angabe für Vilsbiburg jetzt, Lena Möllers. Und Mira Topic mit dem 18:10. Erneut Punkt durch Mira Topic zum 19:10. Für den Sportclub jetzt die Nummer 10, Dennis Hanke. Der Ball. War im Aus. Punkt für Vilsbiburg. Entschuldigung, natürlich für Schwerin. 20:10. Erneut der Wechsel bei Vilsbiburg. Für Lena Möllers. Kommt. Nadja Jenczewski. Punkt für die Roten Raben, 20:11. Sarah Petrausch mit der Angabe. Und Mira Topic mit dem 21:11. Thank you.
Wechsel auf Schweriner Seite. Es kommt Wendula Adlerauber für Julia Retzlaff. Meine Angabe jetzt, Miratovic. Der Ball für Janine Vöger nicht mehr unter Kontrolle zu bringen. 21 zu 12. Für die Raben jetzt Alexandra Juwihäuser mit der Angabe. Punkt für Wilsbiburg, 21 zu 13. Patricia Thormann erhöht auf 22 zu 13. Nadja Schaus. Und Berit Kaufeld. Mit dem Punkt zum 23 zu 13. Punkt für Wilsbiburg, 23 zu 14. Eine Angabe jetzt, Natalia Gorobkova. Und Wendula Adlerova erhöht auf 24 zu 14. Satzball für den Schweriner Sportclub im dritten Satz. Und der Ball geht ins Aus. Und damit geht der dritte Satz an den SSC und kann somit in den Sätzen auf 2 zu 1 in Führung gehen. Und damit melden wir uns rechtzeitig zum dritten Satz zurück. Entschuldigung, es ist schon der vierte Satz in der Arena Schwerin. Er steht in den Sätzen 2 zu 1 für den Schweriner Sportclub. Und eröffnen wird diesen Satz Danny Sanke. Und da gibt es auch gleich den ersten Punkt für den Schweriner Sportclub. 1 zu 0. Ja.
3:0 im vierten Satz. Und der Ball von Dennis Hanke geht zu weit. An der Angabe jetzt Nadja Jentschewski. Und Punkt für Wilsbiburg 3:2. Und Mira Topic mit dem 4:2. Patricia Thormann schlägt den Ball gegen den Block und dann geht er ins Aus. Punkt für Schwerin, 5:2. Punkt für Wilsbiburg 5:3. Sarah Petrausch für Wilsbiburg jetzt an der Angabe. Patricia Thormann mit dem 6:3. Eine Angabe jetzt Nadja Schaus. Und der Punkt durch Johanna Bark zum 6:4. Glücklicher Ball durch Lorraine Henkel. Punkt für Wilsbiburg 6:5. Punkt für den Schweriner Sportclub. 7:5. Thank you.
Der Ball geht ins Aus. Damit steht es jetzt 8-7 und es geht in die erste technische Auszeit im vierten Satz. Eine Angabe jetzt Julia Ratzler. Und Berit Kaufeld mit dem 9-7. Mira Topic erhöht auf 10-7. Und Auszeit genommen durch die roten Raben Wilsbiburg. Weiter geht's mit Julia Retzlaff. Der Ball ist im Aus. 11-7. Punkt für Schwerin, 12-7. Und den Ball von Janine Völker, beziehungsweise Janine Völker kann diesen Ball nicht mehr unter Kontrolle bringen. Damit kann Wilsbiburg verkürzen auf 12-8. Eine Angabe jetzt Tatjana Zautis. Und sie schlägt den Ball ins Netz.
13 zu 8. Für den Sportclub jetzt Berit Kaufeld. Magda Radikova für Winspiego. Und Mira Topic mit dem 14 zu 9. Wir schwören jetzt Dennis Sanke. Weiter geht's für Wilsbiburg mit Lena Möllers. Aber der Ball geht ins Aus. 15 zu 10. Mira Topic. Weiterer Punkt für den Schweriner Sportclub. Und damit geht es beim Stand von 16 zu 10 in die zweite technische Auszeit des vierten Satzes. Und die Laola zieht durch die Arena. Wilsbiburg 16 zu 11. Sarah Petrausch. Und Julia Retzlaff mit dem 17 zu 11 für den Schweriner Sportclub. An der Angabe jetzt Nadja Schaus. Thank you.
Punkt für Wilsbiburg. 17 zu 12. Weiterer Punkt. 17 zu 13. Wilsbiburg 17 zu 14. Und Patricia Thormann mit dem 18 zu 14. Wechsel beim Schweriner Sportclub für Patricia Thormann kommt Lisa Thum. Erhöht auf 19 zu 15. Schwerin und Auszeit durch Wilsbiburg beim Stand von 20 zu 15. So langsam kommt die Zuversicht beim Schweriner Sportclub auf, nachdem man den ersten Satz einigermaßen sicher über die Bühne gebracht hat, den zweiten Satz knapp verloren hat und den dritten Satz sehr sicher nach Hause gefahren hat, führt man hier im vierten Satz mit 5 Punkten. Und erneut Mira Topic mit dem 21 zu 15. Ich kann einige Freudenschreie bis hier oben an den Kommentatorenplatz hören. Schwerin will hier gewinnen und das machen sie auch sehr eindrucksvoll klar. Kämpfen um jeden Ball, auch wenn hier der Punkt an Wilsbiburg geht. Das Spiel ist zwar noch nicht zu Ende, aber mit dieser Einstellung kann man hier durchaus den amtierenden deutschen Meister schlagen.
Auszeit genommen durch den Schweriner Sportclub beim Stand von 21:17 im vierten Satz. Jetzt. Tatjana Zautis und sie versenkt den Ball im Netz. Damit steht es jetzt 22:17 und die Halle erhebt sich hier in Schwerin. Will die Mannschaft für den Schlusssport unterstützen. Mira Topic, 23:17. Starkes Spiel heute. Eine Angabe jetzt, Berit Kaufeld. Da gab es ein kleines Missverständnis. Ausgenutzt von Wilsbiburg. 23:18. Magda Kralikova für Wilsbiburg jetzt an der Angabe. Erneut Magda Kralikova für Wilsbiburg, 23:19. Der Ball geht ins Aus. Das heißt 24:19 im vierten Satz. Beistand in den Sätzen 2:1. Satz und Matchball für Denise Hanke. Und der Ball ist im Aus. Punkt für Schwerin. Schwerin gewinnt das Hinspiel der Playoffs im Halbfinale. Damit hat man einen guten Start in diese Playoffs geschafft. Jetzt heißt es sich beim nächsten Spiel gegen Wilsbiburg auswärts vor dem Publikum von Wilsbiburg zu beweisen. Ja, so ist es ja mit dem Namen zusammen. Natürlich haben wir ein bisschen das Thema hier in Stimmung.
Natürlich bin ich ein bisschen enttäuscht, weil wir haben die heute leider nicht gute Leistung gebracht. Natürlich ein Teil von dieser Art und Leistung war der Druck von Schwerin, von Anfang an von einer Lauscher, taktisch und ganz aggressiv. Und natürlich Schwerin hat dieses Spiel verdient. Nichtsdestotrotz, wir sind total zuversichtlich, dass wir aus der Universität spielen wollen, den 10. Teil ohne im Finale. Dankeschön. Ja, nochmal, Schwerin hat sehr gut gespielt und hat verdient diesen Sieg. Die beiden waren ziemlich schwach, vor allem der Name. Die konnten kaum mitspielen, das war für Anfang, Richtung Außen kontrollieren. Und ja, das ist so, das Spiel ist vorbei. In drei Tagen warten wir gerne auf Schwerin zu Hause und wir werden wieder ins Finale kommen. Ja. So, das war das Wort des Gästetrainers. Dankeschön, nochmal gleich nach Hause. Gut, super. Jetzt kommt erstmal nach Tobel, dann kommt die beste Spielerin. Ich weiß, er hat es eilig, er will nach Hause, das verstehen wir natürlich auch, weil es ist ja erst ein Spiel geworden, die Regel kennt ja jeder. Ihr könnt gewinnen und dann habt ihr sogar die Chance, den Golden Set klar zu machen oder wir machen es auch. Also, ganz kurz, Tobel Alexandersen, heute ist der Sieger Schwerin SC. Sein können und
jetzt alles von mir. Applaus natürlich. Wir hatten ja jetzt auch schon ein bisschen Achterbahnfahrt, tolles Event, unerwartete Niederlagen. Aber dass ihr heute so ein Hammer hier rausholt, und das war doch ziemlich deutlich aus meiner Sicht, da muss ich schon mal sagen, zur Allerbeuge. Und wie habt ihr euch mal alle zusammengeworfen? Also, Dankeschön an Jona Messner. Wir wünschen euch erstmal, dass ihr da gut ankommt. Es soll auch Unterstützung da sein, der Studierende Fanclub mit Gästen, Fanrunde. Und ich sage immer, schön, dass wir heute in der Arena gewonnen haben. Bis zum nächsten Spiel, eventuell. Wollen wir noch nicht so weit lassen. Dankeschön, Jona. Wir sehen uns dann, 20 Uhr, Pilzbüro, Samstag. Tschüss.